Richt euch die Augen geradeaus zur Meldung an Herrn Oberst, die Augen links. Herr Oberst, melde im Regiment vorm historischen Rathaus zur Investitur angetreten. Regiment, Augen geradeaus, Fahnen ab, rührt euch! Alle eine schöne Kirmes, vor allen Dingen ein schönes Schützenfest. Und ich sage es heute schon, statt morgen früh, keine Marscherleichterung auch im 38. Jahr. Fahnen hoch. Bewegt, stüß. Richtig. Augen alle aus. Zur Meldung an Herrn Oberbürgermeister, die Augen rechts. Fahren ab! Hochverehrte Schützenmajestät, liebe Kerstin Eichenberg, verehrter erster Chef, lieber Lothar Inten, verehrter Oberst, dir ein besonders herzlicher Gruß, lieber Günter Pannenbecker, liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden, liebe Freundinnen und Freunde des Sommerbrauchtums in der Landeshauptstadt Düsseldorf, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier auf dem Rathausplatz, auf dem Marktplatz, gewissermaßen zu Füßen von Jan Wellen zur feierlichen Schützeninvestitur. Ich freue mich, dass Sie und Ihr so zahlreich angetreten und erschienen seid. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir mit dem Wetter ein so wunderbares Glück haben. Ich habe es gestern bei der Eröffnung des Heimat- und Schützenfestes schon gesagt, das Glück hat der Tüchtige. Heute Morgen war es uselig, jetzt bei der Investitur scheint die Sonne bei angenehmen Temperaturen. Seit gestern steht Düsseldorf ganz im Zeichen des Sommerbrauchtums. Wir haben gestern die große Kirmes am Rhein
eröffnet. Und ich glaube, sie hat heute schon viele, viele Besucher in ihren Bann gezogen. Sie verbreitet Lebensfreude. Sie ist wunderbarer Ausdruck unserer rheinischen Lebensart. Und sie zieht ganz viele Menschen nach Düsseldorf, die bei der Gelegenheit natürlich die spektakulären Fahrgeschäfte ebenso erleben können, wie ein lecker Tröpfchen Altbier trinken und vielleicht auch die Schönheit unserer Stadt zu schätzen lernen, sofern sie das noch nicht tun. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass die Schützen für diese größte Kirmes am Rhein auch die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Wir alle wissen, es ist ein großartiges ehrenamtliches Engagement, dem wir dieses wunderbare Fest jedes Jahr zu verdanken haben. Auch von dieser Stelle aus nochmal mein ganz herzlicher Dank an die Organisatoren des großen Vereins von 1316, ebenso wie an die zahlreichen Schaustellerinnen und Schausteller, die uns jedes Jahr diese wunderbare Kirmes bereiten. Vielen Dank. Ein Höhepunkt des Schützen- und Heimatfestes ist natürlich immer das Ausschießen der Königswürde. Es gibt am Dienstag immer zuerst das Gästevogelschießen. Das ist eine der schönsten Geselligkeiten, die es hier gibt. Ich begrüße insofern Frau Karin Göbel, die Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse, die nicht nur vom Bankgeschäft was versteht, sondern auch ganz offenbar vom Schießen. Ansonsten wäre es ja ausgeschlossen, dass sie hätte die Königswürde des Gästekönigs erschießen können. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen hier auf dem Rathausbalkon. Aber danach wird es dann richtig ernst, denn dann wird der Regimentskönig oder die Regimentskönigin ausgeschossen. Und im letzten Jahr hat in der Tat eine Frau den Vogel abgeschossen. Liebe Kerstin, du hast damit, ich glaube, man kann mit Fug und Recht eine historische Tat vollbracht. Denn es ist erst zum dritten Mal, dass der große Verein von 1316 eine Regimentskönigin hat. Die erste war Jakobe von Baden, das ist gut fast 400 Jahre her. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand der hier Anwesenden sich daran noch in Einzelheiten erinnern kann. Die zweite Regimentskönigin liegt auch schon 12 Jahre zurück. Das war damals Petra Arnold. Und jetzt nach 12 Jahren, liebe Kerstin, hast du den Vogel abgeschossen. Und wie gesagt, erst die dritte Regimentskönigin. Und was vielleicht auch fast schon von historischer Bedeutung ist, ist, dass das Reiterkorps Wilhelm Marx in diesem Jahr nicht nur die Regimentskönigin stellt, sondern auch noch die Venezia im Winterbrauchturm. Ich glaube, auch das ist etwas, was ziemlich einmalig ist in der Geschichte unserer Stadt. Und ich darf Sabine Ilberts ebenfalls, sie grüßt hier hoch zu Ross, herzlich auf dem Marktplatz begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Und gemeinsam mit deinem Prinzgemahl Daniel Ulrich Gebauer hast du, da bin ich ganz sicher, ein großartiges Königsjahr hinter dich gebracht. Ich weiß, das sind viele Verpflichtungen, aber jemand wie du, dem das Sommerbrauchtum gewissermaßen ans Herz gewachsen ist, jemand wie du, die das so wunderbar verkörpert, mit Leidenschaft, mit Herzblut, ich bin ganz sicher, es war ein unvergessliches Jahr, trotz der zahlreichen Verpflichtungen, die damit verbunden sind. Und man muss ja auch immer ein bisschen Familie, Beruf und die Königswürde unter einen Hut bringen. Ich bin überzeugt, du hast es großartig gemacht und auch dafür nochmal mein ganz herzlicher Dank. Und es ist ja immer so, dass du erst heute offiziell in dieses Amt eingeführt wirst, bevor du in wenigen Tagen am nächsten Dienstag bereits wieder weißt, wer deine Nachfolge in der Königswürde antritt. Das ist der Brauch hier in Düsseldorf. Die Schützeninvestitur findet zu Beginn des Heimat- und Schützenfestes statt. Und drei Tage später wird der nächste König oder vielleicht ist ja wieder eine Königin ausgeschossen. Ich jedenfalls darf dir nochmals herzlich danken
dich herzlich beglückwünschen zu dieser großen Ehre. Und uns allen darf ich ein frohes, ein geselliges, selbstverständlich auch ein friedliches Heimat- und Schützenfest in diesem Jahr bei wunderbarem Wetter, bei guter, toller Geselligkeit und natürlich auch in Dankbarkeit für das großartige soziale Engagement des Schützenwesens wünschen. Ich darf in diesem Sinne auf unsere Heimatstadt Düsseldorf, auf den St. Sebastian Schützenverein und auf unsere Schützenmajestät Kerstin Eichenberg gemeinsam mit euch ein dreifach kräftiges Schützen, Schützen, Schützen ausrufen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Schützenmajestät, verehrte Gästekönigin, liebe Schützenkameradinnen und Kameraden, liebe Düsseldorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste unserer Landeshauptstadt. Zunächst einmal sei es mir gestattet, unserem Oberbürgermeister und Reservekameraden herzlich für die Einladung anlässlich der durchzuführenden Investitur im Namen unseres Vereins zu danken. Mit der Investitur unserer Königin haben Sie, verehrter Herr Oberbürgermeister, unsere sympathische und von allen Schützinnen und Schützen wertgeschätzte Schützenmajestät öffentlich bekannt gegeben und in ihr Amt eingesetzt. Hierfür danke ich Ihnen. Der typische Brauch gehört mit zur Tradition unseres Vereins und somit auch zur Identität unserer Stadt. Denn ohne das Schützenbrauchtum würde in Düsseldorf etwas fehlen, das elementar zum gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt gehört. Doch lassen Sie mich einige Worte an unsere Schützenmajestät richten. Liebe Kerstin, es war im letzten Jahr schon etwas ganz Besonderes, dass dir der Königsschuss bravourös gelang. Ohne über wahrsagerische Kenntnisse zu verfügen, hatte ich die göttliche Eingebung, dass es wieder einmal an der Zeit sei, dass der Verein von 1316 eine Königin haben sollte. Dass es dann am Ende direkt drei Königinnen sein könnten, die unseren Verein repräsentieren würden, daran hatte auch ich nicht im Entferntesten gedacht. Umso mehr hat es mich und nicht zuletzt alle Schützinnen und Schützen gefreut, im Jahr 2018-19 drei Königinnen in unserem altehrwürdigen Verein zu haben. Nicht nur unsere Regimentskönigin Kerstin Eichenberg, sondern auch unsere Gästekönigin Frau Karin Brigitte Göbel und nicht zuletzt unsere Pagenkönigin Elisabeth Sophie Ulbrich-Gebauer. Also gleich drei Vertreterinnen des sogenannten schwachen Geschlechts verleihen unserem Verein den nötigen Glanz. Unser Jungschützenkönig Kai Roth, so darf ich Ihnen, verehrte Gäste und euch, liebe Schützinnen und Schützen, versichern, fühlt sich im Kreise der Damen wohl aufgehoben. Doch wie immer im Leben eines Mannes, wenn eine Frau an seine Seite tritt oder getreten wird, ist zunächst einmal Vorsicht angesagt. So war es auch innerhalb unseres Vorstands. Für meine Vorstandskameraden und mich war es zunächst einmal ein wenig befremdlich. Wir zart beseiteten männlichen Wesen mussten uns erst einmal mit der neuen und für uns gänzlich ungewohnten Situation auseinandersetzen. So möchte ich feststellen, dass zunächst einmal in den beiden ersten Vorstandssitzungen der Prozess des Einschätzens begann. Vorsichtiges sich annähern und herantasten an abzuarbeitende Themen erforderte unseren ungeteilten Einsatz. Doch stellten wir sehr bald fest, dass unsere Königin nicht nur aus einer dem Schützenwesen nahen stehenden Familie kommt, sondern als Mitglied der Honoriengesellschaft Reiterkorps Wilhelm Marx sich durchaus in der immer noch starken Männerdomäne auskennt. So hatten wir nach ersten Befürchtungen, die gegebenenfalls unsere Vorstandsarbeit hätten beeinträchtigen können, keinerlei Probleme mit unserer Schützenmajestät. Sie wachte sich vollkommen unproblematisch in die Vorstandsarbeit ein und sagte auch klar und deutlich ihre Meinung. Und jetzt, wo du bald nicht mehr dem Vorstand angehören wirst, liebe Kerstin, weil du bereits in der nächsten Woche von einer Schützenkameradin oder aber auch von einem Schützenkameraden abgelöst werden wirst,
darf ich mich im Namen meiner Vorstandskameraden, wie aber auch in meinem eigenen, sehr herzlich für dein Mitwirken in diesem Vorstand des sogenannten Großen Vereins bedanken. Du warst eine wunderbare Regentin, die es verstanden hat, mit der Männerwelt entsprechend verständnisvoll und nachsichtig umzugehen, aber dabei niemals vergessen hat, ihr selbst gestecktes Ziel aus den Augen zu verlieren. Die mit deinem Amt, das du nun ein Jahr ausgeübt hast, verbundenen Repräsentationspflichten hast du eindrucksvoll und zur vollsten Zufriedenheit unseres Vereins ausgeübt. Mit großer Souveränität und einer gewissen Leichtigkeit hast du dieses Amt vorbildlich in der Öffentlichkeit dargestellt. Wir, der Verein von 1316, haben dir für dein Engagement und deinem Königsjahr zu danken und dürfen dir attestieren, du warst eine wunderbare, eine stets fröhliche, eine stets präsente und auch immer zu Scherzen aufgelegte Regentin. Wir werden dich in unserem Vorstand vermissen und uns nach holder Weiblichkeit sehnen. Doch selbstverständlich wirst du uns natürlich erhalten bleiben. Deine Gesellschaft, das Reiterkurve der Marx, kann es wohl kaum erwarten, dich wieder in seinen Reihen zu wissen. Doch bevor es soweit ist, genieße diesen Augenblick der dir zujubelnden Untertanen und erfreue dich daran. Der morgige Tag, davon bin ich überzeugt, wird dann ebenso unvergesslich werden. Dann werden dir die Menschen vom Straßenrand ihren Respekt bezeugen, indem sie dir freudig zuwinken. Nimm bitte zur Kenntnis, du bist die Repräsentantin und somit das Aushängeschild unseres Vereins und des Regiments und lass es einfach auf dich wirken. Nicht zuletzt darf ich aber auch deinem Lebensgefährten Daniel Ulrich Gebauer herzlich für seine Unterstützung Dank sagen. Er hat dich stets bei der Wahrnehmung deiner vielfältigen Aufgaben mit Freude unterstützt und stand dir immer hilfreich zur Seite. Insofern habt ihr beide euch in den Verein und das Regiment mit großer Offenheit, Freundlichkeit und dem erklärten Willen, sich für das Schützenwesen auch weiterhin zu verwenden, mit großem Erfolg eingebracht. Liebe Kerstin, mit großer Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass du eine sehr ausgefallene Schützenplakette hast anfertigen lassen. Du wirst somit namentlich als drittes weibliches Wesen Aufnahme in die prachtvolle, mehr als 700-jährige Königskette des Vereins von 1316 finden und damit für immer mit unserem Verein verbunden bleiben. Für deine weitere Zukunft wünsche ich dir und deinem Lebenspartner Daniel alles nur erdenklich Gute. Verlebt die euch verbleibende Zeit als Königspaar bewusst und unbestört. Liebe Frau Göbel, gerne erinnere ich mich anlässlich des Gästevogelschießens an Ihren zunächst überraschten und dann noch erfreuten Gesichtsausdruck, als Ihnen der Königsschuss gekonnt gelungen war. Dies war für Sie der Einstieg in das Schützenbrauchtum. Im Verlauf Ihres Königsjahres lernten Sie unseren Verein von 1316 und seine Aufgaben näher kennen und konnten sich so immer mehr für das Schützenwesen begeistern. Nicht zuletzt hatte dies zur Folge, dass Ihre Idee, in der Hauptstelle der Stadtsparkasse eine Ausstellung über das Werden und Wachsen der größten Kirmes am Rhein und über die Entwicklung unseres Vereins zu präsentieren, verwirklicht werden konnte. Bis zum 21. Juli ist diese informative und eindrucksvolle Ausstellung noch zu besichtigen. Sie, verehrte Frau Göbel, haben als Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Düsseldorf die Tradition der Verbundenheit zwischen Ihrem Unternehmen und unserem Verein nicht nur fortgesetzt, sondern mit Ihrem bewundernswerten Engagement und Ihrem freundlichen und charmanten Wesen noch wesentlich intensiviert. Für Ihren Einsatz als Gästekönigin des Jahres 2018-19 bedanke ich mich daher besonders herzlich und hoffe auf eine weitere freundschaftliche Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Liebe Kameradinnen und Kameraden, am Ende meiner Rede ist es mir wichtig, euch wissen zu lassen, dass ich mich mit dem bisherigen Verlauf unseres Umzuges sehr zufrieden war. Ich gehe einmal davon aus, dass wir uns wieder eindrucksvoll in der Öffentlichkeit haben darstellen können. Und dafür danke ich euch. Gleichzeitig verbinde ich aber auch damit die Hoffnung, dass sich das am morgigen Tage wieder so einstellen möge.
Im Anschluss an diese feierliche Investitur werden wir den großen Zapfenstreich erleben. Er bildet am heutigen Tag den Abschluss unseres offiziellen Programms. Danach werden sich die einzelnen Kompanien in ihre Quartiere begeben, um dort ihre internen Festabende durchzuführen. Hierzu wünsche ich euch fröhliche, unterhaltsame Stunden und bitte darum, dass wir uns morgen früh dann wieder hier pünktlich auf dem Rathausplatz bei hoffentlich bester Gesundheit einfinden werden. Nun, liebe Schützinnen und Schützen, stimmt mit mir ein auf unsere Schützenmajestäten, auf unseren altehrwürdigen Verein, auf unsere Heimatstadt Düsseldorf. Ein dreifach donnerndes Schützen! 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 Ich danke für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit und würde jetzt nicht ich würde, sondern ich bitte darum, schenkt bitte und schenken Sie bitte Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit jetzt unserer Regentin Kerstin Eichenberg. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber erster Chef, liebe Kameradinnen und Kameraden, 365 Tage als eure Regimentskönigin neigen sich dem Ende zu. Diese wunderbare Zeit ist so unvorstellbar schnell vergangen. Nun möchte ich von diesem historischen Balkon die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch allen zu bedanken. Ein besonderer Dank gilt selbstverständlich meinem Prinzgemahl Daniel, der fast es immer geschafft hat, mich bei meinen vielen Terminen zu begleiten, und meiner Familie. Auf allen Veranstaltungen wurde uns Kameradschaft, Sympathie, Freundschaft und Liebenswürdigkeit in großem Maße entgegengebracht. Ihr alle habt mit eurer Unterstützung und Kameradschaft dafür gesorgt, dass wir ein unvergessliches Jahr als euer Regimentskönigspaar erleben dürfen. Nicht zu vergessen die Bereitschaft, uns mit Spenden für unser Projekt zu unterstützen. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Ein besonderer Dank geht an unseren Schützenchef Lothar Inden mit allen Vorstandskameraden des Vereins. Ihr standet mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Ebenfalls möchte ich mich ganz herzlich bei den Kameraden des Stabsoffizierskorps stellvertretend meinem Günther Pannbecker, Herr Oberst, sowie beim Jägerkorps bedanken, denen ich zu oft den Major gestohlen habe. Ich verspreche euch, nach Schützenfest bekommt ihr ihn wieder. Vielen Dank auch an meine Kameraden der Gesellschaft Wilhelm Marx. Hier vor den Augen steht jetzt das komplette Regiment. Und eine Person, die es noch nicht weiß, wird am Dienstag meine Nachfolge antreten. Egal wer es wird, nutzt diese einmalige Chance als Regimentskönigin oder König, diesen tollen Verein bei Veranstaltungen zu vertreten. Du wirst es nicht bereuen und ich wünsche dir ein genauso schönes und einmaliges Königsjahr, wie wir es erleben durften. Uns allen wünsche ich eine schöne und friedliche Kirmes, vor allem das passende Schützenwetter bei allen Veranstaltungen. Und jetzt stimmt mit mir darauf ein, auf unseren ehrwürdigen Verein ein dreimaliges kräftiges Schützen. 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 Danke.
euch. Augen geradeaus. Zur Meldung die Augen links. Melderegiment zum großen Zapfenstreich angetreten. Regiment, Augen geradeaus. Großer Zapfenstreich, Marsch!
zum Gebet. Regiment zur Meldung, die Augen links. Melde großer Zapfenstreich für beendet. Regiment, Augen geradeaus, Fahnen ab, rührt euch.